Und das hier lasse ich mir auf der Internationalen Kulturbörse in Freiburg auch nicht entgehen. Das ist nämlich der einzige reisende Flohzirkus Europas. Und Marco Aßmann. Hallo, herzlich willkommen. Ist der Direktor. Da komme ich gerade zur Raubtierfütterung recht? Oder was ganz genau, machen Sie ich bin da? Gerade dabei, den Floh für die gleich anstehende Show ein bisschen zu füttern. Das heißt, der liebe Freund sticht hier gerade ein kleines bisschen zu, weil er hat schon gut gegessen. Okay? Ja, es juckt ein kleines bisschen. Ich habe ihn jetzt aber schon gut durchgefüttert, damit die Flöhe alle fit sind für die nächste anstehende Show. Und was kann der Floh jetzt? Ja, ich habe verschiedene Flöhe unterwegs. Der ist jetzt frisch gefüttert. Den lege ich zur Verdauung mal kurz zurück in die kleine Box. Genau. Ich habe hier vorne einen Floh in diesen Draht eingewickelt. Der hängt hier an der Spitze. Wenn ich den jetzt ein kleines bisschen anhauche zum Aufwärmen, kann man sehen. Ja, also Katzenfell ist eigentlich wärmer. Wenn ich noch eine kleine Styroporkugel halte, kann man sehen, wie er sich langsam daran festhält. Ist sozusagen der feste Boden. Und wenn ich ihn jetzt ein bisschen zum Springen reize, kann man sehen, wie der Floh langsam aber stetig... Fußball spielt. Tor, wie sind Sie jetzt auf den Floh gekommen? Also ich bezeichne mich ja selbst als Kuriositätenkünstler und zaubere und trete mit alten Jahrmarktskünsten schon seit mehr als 15 Jahren auf. Und bin immer auf der Suche nach alten Jahrmarktskünsten. Und irgendwann stolperte ich über den Flohzirkus und habe angefangen zu forschen und habe dann irgendwann diese gute alte Kunst wiederentdeckt und wiederbelebt einfach. So, und wir zeigen Ihnen jetzt keine Show, sondern ein paar Ausschnitte aus dem SWR-Film Der Flohzirkusdirektor. So, dann schauen wir mal. Aßmann muss seine Tiere jeden Tag selber füttern. Denn ohne regelmäßige Blutzufuhr sind die Tiere zu schwach für die kräftezehrenden Auftritte. So, jetzt wäre es schön, wenn du mich mal kurz beißt. Nach einer Viertelstunde ist der Kutschenfloh endlich satt. So, dann schauen wir mal, ob er kräftig genug ist. Die Bewegung. Komm wieder zurück. Gut, ja. Florian, hoch, dreifachen Salto und dann ins Wasserbecken und treffen, okay? Rückwärts? Ja. Florian, rückwärts dreifach? Florian macht das. Okay, Florian, geht nach vorne. Geht zurück, Anlauf und Sprung! 1, 2, 3, zack! Oh! Ist gelandet! Den ganzen Film über den Flohzirkusdirektor können Sie übrigens am 1. Februar bei uns im SWR-Fernsehen sehen.